Hey und Leute, Crimex hier, was geht euch, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf Expensive Fails reagieren, also auf Deutsch übersetzt auf sehr teure Fails. Ich bin sehr gespannt, Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da und let's go mit dem Video. Oh mein Gott, wie kann man so lost sein? Hey Leute, was ist denn heute hier schon wieder los? Okay, go up. Nein. To the right. Nein. Das tut doch so weh, anzuschauen. Oha! An impatient pickup driver sideswipes a fellow driver, only to flee the scene. Aua, aua, aua. Und der haut auch noch ab. Junge, wir ehren nur. Nein! Bro. Wie kann man denn ein Schiff so schrotten? Okay, das ist auch lost. Wasserding geht jetzt an. Ja. Ey, das, der Schaden, Wasserschaden. Oh, aua. Aua. Was geht denn hier ab? Nein. Ach du Scheiße. Boah, er hat den Tisch komplett geschrottet. Nein, ey, Bro. Bro, das ist doch ehrenlos, Digga. Wie kann man denn so ehrenlos sein? Aber ich glaube, das war so ein Prank bestimmt. Yo. This silly rooster casually destroys a perfectly smooth concrete job. Nein, das wurde gerade frisch hier betoniert. Bro. A slight tilt sideways gives way to a devastating landing attempt. Oh mein Gott, ey lol. Leute, wer dachte gerade Real Talk auch, dass das ein echter Helikopter wäre? Ich dachte gerade, ach du Scheiße, die Menschen überleben das nicht da drin. Das war nur ein Modellhelikopter. Lol, ey, das sah ja so, ich dachte, das wäre so aus der Entfernung ein bisschen mehr. Oh mein Gott, lol, lost. Alter, der arme Modellhelikopter, komplett Schrott. Einfach die Wassermelone hat alles hops genommen. Und tschüss. Gut, diese Hoverboards, Angelboards, wie die auch immer heißen. Au, ah. Die waren auch damals schon teuer gewesen. Boah, krass, ne? Da ist so eine Spannung drauf. Die haben das abgestellt und direkt... Bro, chill, chill. Wie kann man denn so durchdrehen? Ach du Scheiße. Nein! Imagine, du sitzt da einfach, machst deinen Bürojob jeden Tag, auf einmal hier Scheibe fliegt neben dir ein. An unsuspecting driver nearly gets crushed by a massive pipe and barely escapes. Ey, die armen Bäume, Junge. Nein, nein, die ganzen Scheiben. Ach du Heilige, Digga. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, Farbe. Ja, guck mal. Bruder, er versucht es noch zu retten, Digga. Das ist wie, als würdest du so einen Waldbrand versuchen, mit einem, keine Ahnung, Wasserballon zu löschen, so. Also. Nee, Bro, lass einfach gut sein. Hundreds of gallons of gas spilled into the street. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bruder, wisst ihr, was das für ein Schaden ist? Bei den aktuellen Benzinpreisen. So ein Tanklaster, boah, was kostet das Ding? 200.000, 300.000 Euro Füllung da drin? Boah. Ja. Ich verstehe mal nicht diese losten Leute beim Bowling. Kann man denn die Bowlingkugeln, wie kann man so wenig, also es sind ja echt oft solche Clips von so Bowling-Dingern, wie kann man so wenig Feingefühl, so wenig so ein Ballgefühl haben, dass man so eine Bowlingkugel an die Decke wirft? So. Verstehe ich nicht. Alter. Lost in the selfie world, this distracted fisherman threw his phone back instead of the fish.
Ey Leute, aber kleine Real-Life-Story ist mir neulich auch im Gym passiert, das war auch ein bisschen peinlich. Ich hatte so ein benutztes Tuch halt einfach oder so ein, was ist das, wie so Ceva, so ne, so Papierrolle, womit man die Geräte immer sauber macht, so mit Desinfektionsmittel. In der anderen Hand hatte ich meinen Schlüssel. Ich war nach dem Training voll in Gedanken, dies, das, ich will das Papiertuch in den Mülleimer werfen, ich werf meinen Schlüssel in den Mülleimer und hab das Papiertuch noch in der Hand. War auch ein bisschen fail. Also ich fühle den Typen, dem das gerade passiert ist. Nobody was injured, niemand wurde verletzt. Ganz wichtig, Leute. A road closed sign was no match for this belligerent driver who plowed through wet cement. Digga, ist das ehrenlos, ne? Vor allem, da hast du den ganzen Zement an den Reifen und alles hängen. Wie kann man denn so dumm sein und da einfach so durchbrettern? Oh mein Gott, das hat den ganzen LKW auseinandergefetzt. Boah. Bro. A buff dude pushes a little too hard and blasts a fancy sliding door into pieces. Ja, diese Glastüren immer gefährlich. Na gut, hier wird ein ganzes Haus weggerissen. Ja. Oh. Aua. Nein. Nein. The front end of a Lamborghini Huracan gets blown off after crashing through a storefront. Ach du Scheiße. Der arme Lambo. Das ist aber auch einfach schlecht von dem Autohersteller. Also wenn du dein, der hat's ja nicht mal ultra zugehauen. Wenn du nicht mal deinen Kofferraum zumachen kannst, ohne dass die Scheibe kaputt geht, dann ist es einfach ein schlechtes Auto. Ja, perfekt, Jungs, super. This amateur rightfully flips out when his custom painter mixer rig explodes and paint flies everywhere. Kann man so dumm sein, ne? Kann man so dumm sein, Leute. Nein! Alter, das wieder vom Auto runterzukriegen. Nein. Bro, das war's doch komplett. Warum läuft da Wasser rein? Das ist eigentlich so, Leute, so ein Wasserschaden, das ist ja das Schlimmste. Wasser, das dringt ja überall ein. Das macht ja die komplette Elektronik am Arsch und alles. Das ist ja... Nee, also auch oder bei einem Haus, auch da die Feuchtigkeit wieder aus dem Haus rauszukriegen, das schimmelt und alles. Also wirklich Wasserschaden. Wasser ist wirklich das Schlimmste. So, außer das Haus brennt natürlich komplett ab, so, aber Wasser ist schon sehr... Wasserschaden ist schon ganz schlimm. Boah. Alter. Bro. Unfortunately, this delivery box got delivered to a pile of garbage and got trashed. Der wird hier kassieren. Perfekt, Digga. Titanic geht unter. So, question of the day. Can you steal the spirit of ecstasy from a Rolls Royce? I say no. Oh my. Ist aber sehr oft, dass das nicht so gut funktioniert bei Rolls Royce. Habe ich auch privat einen Kumpel, da haben wir das auch mal getestet. Da war die Figur danach auch kaputt. Aber gut, ist auch eigentlich, also ja. Na. Weiß halt nicht, ob man das testet. Nein! Die Kinder werfen die ganze Elektronik in die Badewanne. Ach du Scheiße, was ist denn mit diesen Kids heute hier los? Oh, das ist halt auch ehrenlos, ne? Man denkt, alles jetzt fertig, Feierabend. Ja, auch vorbei, Digga. Die fällt hin. Er läuft einfach weiter, er hat's nicht gesehen. So much for fishing. A $30 million vintage Ferrari gets totaled when it spins out and ein 40 Millionen Dollar Vintage Ferrari wird hier gerade zerstört. Explodes into a wall. Luckily the driver was safe. Aber wie kann man denn auch mit so einem Oldtimer Ferrari, der so einen Wert hat, auf einer Rennstrecke rumfahren? Also sorry Bro, aber wer so reich ist, kauft dir doch einen Bugatti für 3 Millionen, um den an die Wand zu brettern auf der Rennstrecke, was schon sehr viel ist. Oder kauft dir wie jeder andere, der auf der Rennstrecke fahren geht, einen Porsche GT3 oder sowas. Aber das ist auch einfach lost. Mit so einem alten Auto, die waren ja auch noch nicht so gut damals von der Technik.
Oh mein Gott. Dicker Auffahrunfall. Boah. Oh. An egotistical cop fails to make it up a tow truck ramp and drops the pricey sport bike in front of its owner. Boah. Das ist halt los. Die wollen ihn abschleppen und dann machen sie noch sein Bike kaputt. First the driver carelessly tows the package roaming inside. Nein. Und dann fahren die auch noch den Basketballkorb kaputt. An adorable young girl Alter. Accidentally starts up a scooter and narrowly avoids a serious injury. Alter. Das Mädchen, ey. A tragic flood in a parking lot. Alter, der Rolls-Royce Cullinan, nein. Decimates a custom car and truck collection worth. Ach du Scheiße, was ist das für eine Garage? Millions of dollars. Guck mal, alles am Arsch. Wenn die so im Wasser standen, die Autos vorbei. Alter, Ferraris, Rolls-Royce, AMGs, alles. Unfortunately, this looks like a tragic case of confusing the gas pedal with the brake. Wie kann man denn so verloren sein? A clueless truck driver plows directly into the rotating blades of a chopper and the explosion is catastrophic. No one was seriously injured. Boah. Alter. Geisteskrank. Leute, das war's gewesen. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da und bis dahin haut rein, Leute. Euer Crimex.